Zuschauer, wir gucken uns nun das Video von CEO an. Jetzt wird Sheeran David noch mehr gehatet. Hab ich mal wieder einen Blick in die YouTube-Trends gewagt und was sehen da meine müden 30-jährigen Augen? Ein neues Musikvideo von Sheeran David und sogar auch... Ich hab das nicht mitbekommen. Ich hab dieses Lied nicht mitbekommen, weil die Trends so unscheinbar sind. Ich schaue Trends halt nie. Deswegen, tut mir leid, aber da kann ich nicht mitreden. Ich hab das Lied nicht mal gehört. Müsste ich vielleicht mal noch hören. Ja, ist bestimmt ein voll cooles Lied. Nimo, Platz 1, Digga, sogar über Apache, Dank. Aber für ihn ist das natürlich kein Problem. Ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend, mein Sohn. Also hab ich mir gedacht, ja okay, lass doch mal ins Video schnuppern und was war da das Erste, was ich gesehen habe? Ich hatte einfach einen Fukuhila. Alter, was macht denn die Junior Force auf YouTube? Nee, es ist tatsächlich wahr. Es gibt ein weiteres Video von Shirin, in dem sie ihre Rap-Künste uns präsentiert. Und natürlich weiß ich, was ihr euch alle als erstes gefragt habt. Alter, warum hat die Bill Cowlins Frisur geklaut? Nee, Spaß. Ich werde jetzt in extrem wenig Sekunden meine Meinung mal zu dem neuesten Werk kundtun. Das Video ist ganz klar wie immer gut gemacht. Starke Settings, gute Kamerafahrten, interessante Tanzchoreos. Die beiden passen ja zusammen wie Arsch auf Eimer. Doch was mich dieses Mal sehr verwundert hat, ist eben die Message des Songs. Denn es zeigt eine Welt, wie Frauen halt eben Männer sexualisieren, aber vor allem belästigen und halt übergriffig werden. Um halt das Ganze eben nochmal deutlicher darzustellen, wie eklig sich halt manche Männer gegenüber Frauen verhalten. Also diese typischen Obermachos, die halt einfach keinen Respekt vor irgendwelchen Grenzen haben. Es fallen im Songtext Lines wie: Das soll sich nicht so anstellen, weil ich übergriffig touchig bin. Ach, du bist nicht vergeben, dann kannst du ja mit mir reden. Tja, auch ein Nein bedeutet manchmal ja. Also diese typischen Sätze und Attitüden, die einfach übergriffig sind. Und wenn dann eine Frau sich sehr unwohl fühlt in dieser Situation, dann fällt scheinbar sehr oft der Satz: Lächel doch mal. Lächel doch mal. Also war das für mich halt total erfrischend einfach mal, dass ein Rap-Song mal, ja, so eine Message rüberbringt. Fand ich cool. Zur Musik selbst kann ich nicht so viel sagen, weil ich persönlich höre ja gar keinen Rap. Also ich bin ja eher jemand... Oh, cringe, Brudi, cringe. Ja, du musst noch voll ins Rap-Game einsteigen. Wobei CEO sieht schon aus wie ein Gangster-Rapper. Ich glaube, der hört sich auch voll viel davon an und er möchte jetzt aber dieses Family-Friendly-Image wahren. Ne, der hört sich bestimmt die ganze Zeit hier so Hardcore- Gangster-Rap an, so, ne? Ich glaube, er ist großer Manuelsen-Fan auch. Der hat er mir auch immer gesagt, immer heimlich, ey, yo, hier, Manuelsen, so. Ich will halt auch nicht NRW-Verbot bekommen und so, aber ey, Manuelsen ist beste Mann. Mit dem ich mich auch mal boxen, dies, das. Privat alles. Sowas pumpen. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Kuss, Digga. Das ist übrigens von Manuelsen gewesen. Ich hab gedacht, hey, lass doch mal schauen, wie diese Idee bei den Leuten so angekommen ist. Und erst sah die Like-Dislike-Rate ganz schön beschissen aus. Doch nach einer Zeit, als das Video schon länger online war, so ein, zwei Tage, sah dann die Rate noch beschissen aus. Da hast du Pech! Ja, auch wenn in den Kommentaren sehr viele die Idee loben, sortiert man die Kommentare nach Neueste zuerst, sieht man die konstruktive Kritik. Schrecklich, wie sie Männerhass und sexuelle Belästigung bei Männern verherrlicht und es als etwas Positives darstellt. Was? Nein, darum geht's doch gar nicht. Wow, oh mein Gott, ich habe selten so einen Haufen Scheiße gehört. Wow, oh mein Gott, selten so eine Scheiße gelesen. Transe? Arschloch? Ihr gehört trotzdem in die Küche. So, jetzt reicht es. Auf geht's, Plankton CEO, dein Einsatz. Ja Leute, es ist wahr, dieses Video findet so eine gewisse Bubble an Männern, bei denen man sich nur denkt, Frauen denken, sie könnten... Also ist das jetzt wieder was? Also sie wird jetzt gerade gehatet, bei den Kommentaren, die wir jetzt hier so sehen, sie wird jetzt gehatet aufgrund des Textes, den die Leute nicht verstehen, weil sie nicht checken, um was es geht. Habe ich das richtig verstanden? Sie haben den Text nicht verstanden und haten das jetzt. Oder sie haben den Text verstanden und haten es trotzdem, weil es Sheeran David ist. Das ging jetzt los, ich habe Schmerzen. Sich gegen der gesamten Kopfregion habe ich Schmerzen. Männer messen. Vorsicht, Martin, du blamierst dich gerade. Digga, hängt da viel Staub an meinem Mikro. Also scheiß drauf, Leute, gehen wir es mal wieder an. Ich habe erneut mein Siegerpodest aus dem Keller gekramt, denn heute küren wir mal wieder den extremsten Kommentar von allen. Denn ja, ich habe locker über 1000 Kommentare durchgelesen und mir eben daraus so ein paar Kommentare rausgepickt, über die man wirklich mal sprechen kann. Also schaut euch gut an, es ist mal wieder soweit. Viel Spaß mit dieser Folge von CEO sucht den extremsten Kommentar. Los geht's! Es wird jetzt gleich wieder anstrengend, weil es wieder Kommentare sein werden, die mich an der Menschheit zweifeln lassen. Doch an der Stelle habe ich eine richtig nice Videospielempfehlung für dich. Honkai Star Rail! Mach das über den Alpha Kevin Code und dann seid ihr noch krasser als CEO. Hey, wait, das ist der gleiche Code. Mach das über den Code.
Und über meinen Link, okay? Du kommst gleich zum Anfang 50 Stellar Jades. Das ist von Anfang schon mal sehr hilfreich. Testet einfach mal das Spiel aus. Ich war wirklich von Anfang an ziemlich beeindruckt. Okidoki. So, jetzt legen wir aber los. Am besten auch gleich mit einem ganz typischen Problem. Also, wenn Männer Frauen so behandeln, ist es sexistisch. Aber wenn eine Frau sowas macht und rappt, ist es in Ordnung. Ja, der Chris und viele andere haben es halt einfach nicht verstanden. Natürlich ist jede Form von Belästigung schlecht. Also, das hat nichts mit Geschlechtern zu tun. Ah. Die Message zeigt Männern, wie wir, seit wir 10 sind, behandelt werden. Es versteht sich von selbst. Dass ich so einen Scheiß gar nicht kommentiere. Stellt euch vor, ein Mann würde sowas rappen. Junge, es ist wirklich, es ist bitter. Dann wäre jetzt die Hölle los. Ja, aber damit würde ja auch die Message vom Song total flöten gehen. Und ich weiß nicht, ob die Hölle los wäre. Sind nicht Deutschrap-Songs sehr oft ein bisschen frauenfeindlich? Also eventuell gäbe es auch nur einen kleinen Aufschrei. Wieso vermittelt mir dieser Song, Frauen zu schlagen? Wieso vermittelt mir dein Kommentar, dir eine Nummer von einem guten Therapeuten zu geben? Nee, aber das gab es irgendwie immer wieder, dass so manche Männer sich halt irgendwie vor diesem Werk so angegriffen fühlen und dann halt einfach zurückbeißen wollen. Schon wieder ein defektes Küchengerät mit Softwarefehler. Digga, du bist der perfekte Lappen. Ich gehe jetzt aus Prinzip Frauen belästigen, aber nur die knapp Bekleideten. Digga, du bist der Perfekte. Weißt du, das ist der Grund, weshalb ich mir CEO ganz gern anschaue. Ich muss die Kommentare nicht selber lesen. Und ich lese mir zu oft Kommentare durch bei Videos, die lost sind. Oder bei Videos, die kontrovers sind, lese ich mir gerne die Kommentare durch. Dann denke ich mir, Alter, übelste Kopfschmerzen, gehe ich immer raus mit Kopfschmerzen. Und hier gehe ich einfach so aufs Video und er liest mir die vor. Und das, es zeigt mir schon, wie dumm Menschen sind. Herrlich. Perfekte Klappspaten. Du Vollidiot! Leute, aber ganz klar, Shirin ist jetzt eine Person, die in letzter Zeit nicht so viel mit Sympathie aufgefallen ist. Zum Beispiel das McDonald's-Placement hat echt nicht sein müssen. Dann gab es ja auch noch diese Pelzgeschichte und noch viele weitere Sachen. Also kann ich es natürlich verstehen, wenn zum Beispiel jetzt dein Lob zu diesem Musikvideo sich deswegen halt einfach in Grenzen hält. Aber wenn man dann sowas liest wie... Schade, dass man dich nicht persönlich anrotzen kann. Würde dir noch ein Jahr am Haar kleben bleiben. Sowas geht einfach auf keine Kuhhaut mehr. Das sagt man wirklich so in Bayern. Der erste zentrale Punkt. Das sagt man in Deutschland so. Das zweite große Megathema. Das sagt man in Deutschland so, aber mittlerweile wird es so ein bisschen verpönt von einigen Menschen, so, die das nicht mögen, wenn man Tiervergleiche anbringt. Ich glaube, das mag die militante Veganerin nicht, wenn du sagst, es geht auf keine Tierhaut mehr. Auf keine Kuhhaut mehr, weil das ja wieder irgendwie was Tierfeindliches ist, weil dieses Sprichwort hat wahrscheinlich eine negative Assoziation mit Kühen und so und ja. Bayern. Aber es gab auch noch ganz andere Taktiken. Ja, deswegen, du musst das ja aufpassen, CEO. Wehe, du sagst es nochmal, ich cancel dich, du Arschloch. Um irgendwie zu kontern, nehme ich diesen Mach ich wirklich. Geschrieben von einem Mann, geplant von einem Mann, vorgerappt von einem Mann, produziert von einem Mann und am Ende eine Frau rappen lassen. Wieder einmal ein Geniestreich von den Hintermännern. Hä, aber, ja und? Das Team besteht natürlich unter anderem aus sehr vielen Männern, aber, ja, wo ist der Punkt? Darf sie nicht mit Männern zusammenarbeiten, weil sie dann keine starke Frau mehr ist? Nein. Oder verliert das Werk irgendwie an Wirkung, wenn Männer dran mitgearbeitet haben? Große Produktionen haben ein großes Team und es wäre ja irgendwie komisch, wenn man da gucken müsste, welches Geschlecht man da anstellt oder mitwirken lässt. Ja, wo ist jetzt Lars Unlimited? Ich möchte jetzt sehen, wo ist denn Lars Unlimited aufgelistet hier? Wo ist denn hier der Writer? Und es wäre ja irgendwie komisch, wenn man da gucken müsste, welches Geschlecht man da anstellt oder mitwirken lässt. Und ich werde nie dieses... Nirgends. Frauen denken, sie können sich gegen Männer messen. Checken, das ist doch kein Wettbewerb. Das sind doch alles nur Menschen und nicht irgendwie eigene Spezies oder so. Verstehst du? Wegen mittelalterlicher Ansichten und so. Dieses Rumgeheule über alles Mögliche ist einfach nur noch lästig. Ja stimmt, früher haben es doch Frauen auch irgendwie ausgehalten, also was ist denn da plötzlich los? Ich hab das ständige Gejammere satt. Die Frauen sollten auch endlich mal anfangen, über ihre eigenen Fehler zu reden, anstatt immer nur Männerhass zu verbreiten. Wofür kämpfen? Was, du dumme Kuh, darf man auch nicht mehr sagen. Okay, vor allem letztens auch wieder, das ergibt auch so gar keinen Sinn. Kennt ihr auch dieses Sprichwort, man schwitzt wie ein Schwein? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ein Schwein hat nicht mal Schweißdrüsen. Wie soll das Schwein schwitzen? Also ein Schwein schwitzt nicht. Warum sagt man, man schwitzt wie ein Schwein? Also dann würde das ja bedeuten, man schwitzt nicht. Das ergibt einfach keinen Sinn. Hat letztens wieder jemand beim Fußball gesagt, dann habe ich mich wieder hinterfragt, so, warum gibt es dieses Sprichwort überhaupt? Weil das ist ja rein biologisch gesehen dumm. Die eigentlich noch? Es gibt doch schon die Frauenquote, obwohl 99% der Jobs besser gemacht werden von Männern. Alter Schwede, was?
Wo hast du die 99% her aus dem Inselforum? Das ist einer dieser, woher wusstest du, dass Andrew Tate mein Meister ist, Kommentar. Wer hat denn die Männer erzogen? Ach, es waren 95% Frauen? Na, sowas aber auch. Liebe Frauen, bringt euren Söhnen Respekt bei. Dann gibt's auch keine sexuelle Belästigung mehr. Alter, einfach Täter-Opfer-Umkehr auf legendär durchgespielt. Habt ihr gehört, liebe Frauen, dass manche Männer scheiße sind? Daran habt nur ihr selbst Schuld. Da hast du Pech! Weiter eine Wichsvorlage. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir den ersten Platz regelrecht verdient. Dante aus Devil May Cry 4, dein Einsatz. What the hell is this? Perfekt. Leute, tut mir einen Gefallen und auch wenn eine Person für euch nicht unbedingt sympathisch ist, bleibt trotzdem immer fair und nicht beleidigend. Und am Ende kann ich es nicht verstehen, dass manche Männer sich von diesen wie... Was ist das für ein Kommentar gewesen? Gut, dass das Video jetzt werbeunfreundlich ist. Perfekt. ...video angegriffen fühlen. Denn wenn du noch nie eine Frau belästigt hast, so wie es da in einem Musikvideo gezeigt wird, dann... Dann bist du doch gar nicht angesprochen. Krank, guter Lappen, ohne Witz jetzt. Ich hatte, by the way, im ganzen Video keine Hose an. Dein CEO! Das ist... Hey, ich habe auch die ganze Zeit keine Hose an. Das wissen viele gar nicht, aber ich sitze hier komplett nackt. Seht ihr das? Ich bin komplett nackt. Ja? Aber kein Problem. Aber kein... Ah, okay, doch, ich hatte auch eine Hose an. Okay, ja, ja, ist okay. Aber trotzdem, ja? War gerade knapp, ja? Hätte fast meinen Schlong gezeigt in dem Moment. Twitch, Mello, danke schön für den Sub. Okay, gutes Video, Ceo. Dankeschön für deine Expertise hier in diesem Fall, weil es war wirklich, es war wirklich auch mal wichtig, hinter die Kulissen zu blicken bei so einem Lied. Mhm. War toll, wirklich. Bin ich großer Fan von so Kommentaren, dies, das. Macht das gut. Muss ja jemand geben, der auch sowas macht. Ne? Genauso wie es Mello geben muss. Die es hier perfekt gemacht hat. Im